So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier und es ist wieder an der Zeit, ein Hunter-Hunter-Video zu bringen, denn es gibt News auf Twitter, die gerade komplett polarisieren. Ich habe das Real Talk erst vor 10 Minuten mitbekommen und muss euch das sofort erzählen. Schon mal im Vorhinein gesagt, ich mache mir nicht allzu viele Hoffnungen, denn ich wurde schon sehr oft gebumst, was das Thema angeht, aber Indizien sind am Ende des Tages Indizien und ey, ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen hyped, also ich will euch nicht anlügen, ich sag euch ehrlich. Aber ja, kommen wir zum Punkt. Angeblich hat Togashi sich einen Twitter-Account zugelegt und ein Bild gepostet mit einer Skizze mit dem Titel Vorerst noch 4 Folgen. Naja, wir wissen, wie schlecht Google übersetzt, aber er meint höchstwahrscheinlich etwas wie 4 Seiten oder irgendwas anderes. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, aber in der Vergangenheit gab es schon viele Fake-Accounts von Togashi, die sofort von Shueisha gesperrt wurden. Darum könnte es wieder einmal ein Faker sein, aber Shueisha hat die Fake-Accounts früher, wie ich es auch in den Kommentaren gelesen habe, früher als, als jetzt zum Beispiel gesperrt. Darum könnte es sein, dass das jetzt vielleicht doch der reale Account von Togashi ist. Ist ja, oder nee. Ah, ich sehe den Username und ich weiß es nicht. Ey, ich will euch keine falschen Hoffnungen machen, aber das geht gerade so viral. Ich gucke mir gerade diesen Post an, wirklich hier live. Und ich sehe, dass Retweets gerade hochgehen und dieser Account hatte vor einer Stunde noch 30.000, 20.000 Abonnenten. Jetzt hat er fast 100.000. Alter, wie schnell geht das? Da merkt man wieder, die Hunter-Community ist immer noch am Start. Also, wenn jemand mal eine News bringt, dann sind alle irgendwie da. Alle Familienväter, alle Brüder, alle Schwestern. Sogar ich bin wieder am Start, der drei Monate kein Video zu Hunter gemacht hat. Das ist sogar, glaube ich, noch länger. Aber ihr müsst wissen, ich bleibe immer der Hunter-Boy. Ich wollte sogar ein Video zu Hunter machen, bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich bleibe immer euer Hunter-Boy. Auch wenn ich Haikyuu-Videos mache. Hunter, Hunter, sobald etwas kommt, ihr wisst ganz genau, ich bin sofort am Start und dann Ball. Ich will mir keine Hoffnung machen, so. So, nochmal, eine kurze Info. Also, ich habe das wirklich erst gerade erfahren. Und ich erfahre auch gerade erst, dass das ein Whiteboard ist, was Togashi benutzt hat. Also, das Bild, das ist doch eine Fälschung. Also, so ein 100-Yen-Whiteboard ist das. Und das benutzt tatsächlich Togashi nicht, um an seinem Manga zu arbeiten. Deshalb ist das jetzt eher fake, aber manche sagen noch, es kann trotzdem möglich sein. Ey Freunde, das ist gerade wirklich spontan das Video, darum nimmt es mir nicht übel, wenn ich vielleicht mal eine falsche Information bringe, denn hier weiß gerade gar keiner, ob das jetzt richtig oder falsch ist, darum. Ja, und noch eine Sache, ey, ich bin wirklich gerade auf Twitter und gucke mir die ganzen Informationen an. Und hier lese ich gerade, dass Murata, ich glaube, der Mangaka von One Punch Man war das doch, von One Punch Man. Der hat das geretweetet, dann wieder nicht geretweetet, also das Ganze zurückgezogen und hat dann selber geschrieben, wartet ab, bis das Ganze, ja, confirmed wird, ob er es wirklich ist oder nicht. Sogar Murata hat Hoffnung, also weiß nicht, ob er es wirklich ist, also ist komisch alles, ist wirklich alles komisch, Leute, darum, ja, warten wir einfach ab.